Micky Krause, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Meine ich hab ja so viel Zeit jetzt aktuell. Ja, das ist das Gute momentan. Ne? Und meine erste Frage, jetzt ist immer so ein bisschen Smalltalk eigentlich. Ne? So, oh, wie geht's dir denn? Aber jetzt ist es irgendwie aktuell. Wie geht's dir denn? Ja, die Frage bekommt ja jetzt eine ganz andere Richtung. Mir geht es nach wie vor gut. Also ich komme mit der Situation sehr, sehr gut klar, nicht arbeiten gehen zu dürfen. Also die Jobs für die nächsten Monate sind entweder gecancelt oder verschoben worden. Mallorca findet aktuell nicht statt. Aber ich komme da sehr, sehr gut mit klar. Aber frag doch mal besser meine Familie, wie die damit klarkommt, dass ich jetzt so viel zu Hause bin. Das wäre jetzt meine übernächste Frage gewesen. Ich ziehe mal gerade mal vor. Wie ist es denn? Du hast 4 Kinder, glaube ich, ne? Also ich habe 4 Kinder, von denen ich weiß, ja. Na, okay, dann nehmen wir die mal. Und die Frau, von der du ja auch weißt. Wie reagieren die denn, wenn Papa jetzt so oft zu Hause ist oder so lange auch zu Hause ist am Stück? Ich habe den Eindruck, dass wir da alle sehr, sehr gut mit klarkommen, denn wir üben uns in Geduld und in Humor. Wir gehen sehr humorvoll durchs Leben und jeder hat täglich bestimmte Aufgaben zu erledigen, zu erfüllen. Gestern haben wir zum Beispiel die sämtlichen Gartenmöbel sauber gemacht, ich mit dem Hochdruckreiniger, und die Kids mussten dann nachher halt eben die Stühle und die Bänke wieder ölen. Und das ist immer so eine gemeinschaftliche Arbeit, die wir täglich erledigen. Heute machen wir aber nichts, weil heute ist Gründonnerstag und heute wird nicht gearbeitet. Aber wir ziehen alle an einem Strang und wir merken gerade in Zeiten wie diesen, wie wichtig Familie ist. Kommt dir da so dein Background? Ich habe vorhin gelesen, du hast mal irgendwie Erzieher gelernt, ne? Oder angefangen oder eine Ausbildung gemacht. War da nicht irgendwie was? Ich bin ein gelernter Jugend- und Heimerzieher und ich sage immer, die Zielgruppe ist geblieben, ja. Okay. Also ich hab wirklich 5 Jahre als Jugend- und Heimerzieher gearbeitet im pädagogischen Bereich. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Ist halt eben auch wichtig für mich als Künstler, Musiker, so das Grundhandwerkzeug überhaupt erlernt zu haben, so zu wissen, was es bedeutet, monatlich 160 Stunden arbeiten zu gehen und halt eben auch mit einem Gehalt nach Hause zu gehen. Denn das, was wir musikalisch heute machen und beruflich machen, hat ja letzten Endes nichts mit dem zu tun, was Otto normal Bürger beruflich macht. Aber und das weiß ich trotzdem sehr zu schätzen. Aber dann leitest du mich gerade auch wieder automatisch zur nächsten Frage weiter. Das ist ja angenehm gerade. Ich habe letztens von ein paar Ballermann-Künstlern gelesen, die sich halt wirklich beschwert haben. Ne? Die gesagt haben, oh mein Gott, jetzt darf ich nicht arbeiten, Existenzminimum und so weiter. Kannst du sowas nachvollziehen? Weil für mich als Otto-Normalverbraucher denke ich, ihr verdient doch eigentlich nicht schlecht, oder? Also ich will jetzt keine Zahlen, um Gottes Willen, aber normal, eigentlich müsste da noch was da sein. Sag ich in meiner naiven Welt jetzt. Also da gehe ich von aus, dass da noch Geld da ist. Ich habe gesagt, ja, es ist schon so eine gewisse Respektlosigkeit den Menschen gegenüber, die mit einem monatlichen Gehalt von, was weiß ich, 1.800, 2.000 Euro nach Hause gehen. Aber es gibt natürlich auch Künstlerkollegen, die einfach mit ihrem Geld nicht wirtschaften können. Die verlieren vielleicht 2.000 Euro pro Auftritt, geben aber 4.000 am Abend aus. Ich weiß es nicht, wie das läuft. Also ich bin da halt eben bodenständig geblieben. Ich habe gute Bankberater. Ich habe das Geld immer direkt versucht, gut anzulegen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Künstlerkollegen, da sagte der Manager, hier der Krause, der ist fit, der ist schlau, der investiert sein Geld zum Beispiel in Häuser. Und da sagte der Kollege, wie, du sparst? Also das war für ihn sowas Weltfremdes, diesen Begriff Sparen in den Mund zu nehmen. Aber wie gesagt, da ist jeder unterschiedlich und ich kann da nur für mich sprechen. Ich komme jetzt sehr, sehr gut durch diese Zeit ohne Auftritte. Und ich muss nicht irgendwann mir Gedanken machen, wie kriege ich meine Familie ernährt. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, denen es viel, viel schlechter geht als mir und als meiner Familie. Die leben wirklich von der Hand in den Mund. Und da ist es wichtig, diese Menschen zu unterstützen. Und das werde ich auch machen. Und natürlich auch finanziell. Mhm. Bei dir finde ich das immer schön. Wir haben gestern zum Beispiel das Live-Konzert jetzt geguckt. Mhm. Und auch so, wenn man so auf deiner Facebook-Timeline schaut, man hat so den Eindruck, du bist echt tiefenentspannt, ne? Also jetzt mal übertrieben gesprochen, aber ich glaube, wenn die jetzt sagen würden, es geht noch 3-4 Monate weiter, dann wäre es für dich auch nicht so das Thema, oder? Also was mir wirklich fehlt, ist halt das Reisen. Und ich war vorhin im Supermarkt bei Einkaufen und da habe ich so spaßeshalber gefragt, und wo fahrt ihr Ostern hin? Einige haben gelacht, andere haben gesagt, wie, wo willst du denn jetzt hinfahren? Also die haben dann in dem Moment meinen Humor nicht so ganz begriffen. Aber ja, wir müssen einfach das Beste raus machen. Wie gesagt, ich übe mich in Geduld und ich verbinde das halt eben mit Humor. Mir bleibt auch erstmal nichts anderes übrig, aber ich sehne mich zum Beispiel wirklich sehr danach, wieder die Bühne zu betreten, und ich sehne mich danach, reisen zu dürfen, zum Beispiel nach Mallorca oder nach Norderney. Ich würde so gerne mal wieder auf die Insel Meeresluft, Seeluft schnuppern, einfach mal wieder ein bisschen runterkommen. Also ich meine, ich bin schon runtergekommen, ich bin schon sehr entschleunigt.
Aber das sind halt eben so Dinge, die mich einschränken und die möchte ich irgendwann wieder genießen und die werde ich wahrscheinlich noch mehr genießen als vor der Corona-Krise. Ja. Guckst du denn Nachrichten? Es gibt ja so Leute, die verfolgen das wirklich stündlich, ne? Oder bist du da so? In den ersten Tagen habe ich es wirklich stündlich verfolgt, aber dann ist es mir dann irgendwann auch zu viel geworden, weil ich gar nicht mehr wusste, was ist denn jetzt, wie schwierig ist die Situation, mit der wir klarkommen? Muss ich mich an Italien orientieren? Muss ich mich an Spanien orientieren? Und bei mir ist es so, jetzt läuft permanent bei uns nur das Radio und ich lese täglich die ersten 4, 5 Seiten unserer Tageszeitung. Und das reicht mir dann auch erstmal. Und bei dem schönen Wetter gehe ich sowieso nicht ins Wohnzimmer, um Fernsehen zu gucken. Du warst laufen, habe ich gesehen, ne? Du bist deinen persönlichen Marathon gelaufen, stimmt da? Also ich habe es immer so am Rand. Du hast dich irgendwie mal gemeldet, ne, von der Strecke aus. Das war ein Marathon, ne? Genau, ich bin letzte Woche Samstag einen Marathon gelaufen, 42,195 Kilometer. Und ich befand mich in einer Vorbereitung zum Marathon, der am 5., 6. April geplant gewesen wäre. Und ich wollte einfach nur meine Grundfitness wieder an den Start bringen, weil geplant ist, dass ich am 1. November den New York Marathon laufe. Ob dieser stattfindet, weiß natürlich aktuell kein Mensch. Wollen wir einfach erstmal das Beste hoffen für alle Menschen auch in und um New York herum. Und das war halt eben mein Ziel. Und ja, da habe ich gesagt, ich brauche die Grundfitness im Frühjahr, die hole ich mir. Und ich sag mal so, aufgrund des Corona-Frustes habe ich dann einfach gesagt, so und jetzt erst recht, ich laufe jetzt einen Marathon. Aber wie motiviert man sich denn da so allein? Ich finde das total, also ich bin das Einzige, was ich glaube, war ein Halbmarathon und das war schon, wollen wir nicht drüber reden. Aber wie motiviert man sich denn alleine, wenn man da wirklich über Stunden auf der Strecke ist und so gar nicht mehr, du hast ja jetzt nicht diese Bands an der Seite zum Beispiel oder die klatschen, du läufst halt, ne? Kannst du das so? Das kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Also wenn du einen normalen Marathon läufst, was weiß ich, Berlin-Marathon, New York, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, die bin ich alle schon gelaufen, da wirst du ja auch erstmal von den Leuten, die in den Straßen stehen, getragen. Und die motivieren dich und powern dich an, einfach noch Gas zu geben. Das war natürlich jetzt auf der 42 Kilometer langen Strecke nicht der Fall. Ich habe also auf der Strecke mehr Kühe gesehen als Menschen. Und da musste ich mich schon sehr, sehr motivieren, aber ich hatte noch Gott sei Dank einen Partner, der mit dem Rad mitgefahren ist. Der war immer dann im Abstand von 20, 30 Metern, fuhr er vor mir, damit ich halt eben auch entsprechend Verpflegung bekomme, Getränke wie Cola, wie Wasser, wie Apfelsaftschorle, aber auch irgendwelche Müsli-Riegel und Power-Gels. Ja, damit habe ich mich dann im Grunde motiviert und habe einfach gesagt, ich will mir auch wieder beweisen, dass ich auf dem Land in der Lage bin, einen Marathon zu laufen. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, aber nochmal muss es echt nicht sein. Okay. Und deine Wohnzimmerkonzert, ich sage mal Wohnzimmerkonzert, ich weiß nicht, hast du einen Namen für, also diese Live-Schalten, ne, die du so machst. Da ist heute Abend ist irgendwie noch was geplant, ne? Du hast irgendwas angerissen, habe ich gehört, oder irgendwas mit anderen Schlagerkünstlern zusammen, war da irgendwie was? Also ich mache nach wie vor zweimal die Woche mache ich eine Live-Streaming-Aktion, meistens über Facebook, weil Instagram kackt bei mir immer so ein bisschen ab. Also es ist im Grunde so, dass ich ein Livestream mache, eine kleine Live-Sendung, die heißt Krause zu Hause oder bei Krause zu Hause. Das ist die verrückte halbe Stunde. Ich singe meistens 4 bis 5 Songs, natürlich von mir. Letzte Woche habe ich auch mal was für Jürgen Drews gesungen. Ich werde aber auch in Zukunft andere Songs singen, damit es einfach interessant bleibt. Aber ich suche so halt eben die Fannähe, die mir ja natürlich jetzt auch fehlt und die ich nicht habe. Und die Fans sind dankbar für diese 30 Minuten. Die sagen dann wirklich zu mir, Dankeschön, dass du uns mal in diesen 30 Minuten auf andere Gedanken gebracht hast. Du hast uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und das ist für mich das schönste und größte Kompliment, was man mir machen kann. Und das ist auch der Grund, weshalb ich weitermache. Heute Abend bin ich auf einer anderen Plattform, die heißt Schlager für alle. Das ist also die Facebook-Seite von Schlager für alle. Und da werde ich circa 15 Minuten performen. Ich werde 2, 3 Songs singen und die Leute können mir halt eben Fragen stellen, wie ich mit der Corona-Krise klarkomme und wie ich mich mit dieser Situation arrangiere. Was ich gestern ziemlich cool fand, du hattest ein Iron Maiden-T-Shirt an, ne? Ja. Ist das so privater Musikgeschmack? Überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur dieses Iron Maiden-T-Shirt haben. Ich habe das damals als Mickey Krause, als ich Shows gemacht habe, einfach getragen. Iron Maiden war natürlich so in den 80ern schon angesagt und ich bin ja ein Kind aus den 80ern, aber ich bin wirklich eher der U2-Fan, Simple Minds-Fan, Depeche Mode, The Cure, The Police. Das sind so die Bands aus den 80ern. Coldplay kommst du heute natürlich auch nicht drum rum, höre ich auch ganz gerne, ist mir mittlerweile allerdings zu kommerziell, obwohl man sagen muss, das letzte Album Everyday Life ist sehr, sehr gut gewesen, denn das hat nichts mit Kommerz zu tun.
Und ja, Editors höre ich ganz gerne und dann viele Bands, die kein Mensch kennt. meine vorletzte Frage wäre, wie zufrieden bist du denn aktuell mit der Politik? Ich meine, es gibt ja, also man hat irgendwie so das Gefühl, man kann es eh keinem recht machen, ne? Aber wenn wir jetzt gerade mal Angela Merkel oder Spahn oder wie sie alle heißen, findest du, die machen einen guten Job momentan? Ich habe schon vor einigen Tagen in einem Interview gesagt, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin mit der Politik, die einige Leute machen. Es gibt natürlich immer wieder irgendwelche dummen Äußerungen von Politikern, wo man sich fragt, warum bringen die gerade jetzt diese Äußerungen? Ich möchte da jetzt nicht bestimmte Personen nennen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der Jens Spahn oder ich finde, dass der Jens Spahn schon einen sehr überzeugenden Job macht, auch im Sinne, also für das Land, für Deutschland, nicht für sich, um nachher irgendwie politisch besser dazustehen, ob er jetzt Kanzler wird oder nicht, ist mir letzten Endes auch egal. Wichtig ist erstmal, dass die Jungs und die Mädels einen guten Job machen und auch zusammenhalten. Und Zusammenhalt ist der Schlüssel und mit den Schlüssel müssen wir halt eben finden. Es haben noch nicht alle diesen Zusammenhaltsschlüssel gefunden, aber ich finde, die Politiker machen schon einen sehr, sehr guten Job. Ich wollte ihn vor allen Dingen auch nicht machen. Und wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne, also auch in der Politik. Solange es nicht heißt, wo gehobelt wird, da fällt Spahn. Ja. Ne? Späne, nicht sparen. Aber du hast ja vorhin erzählt, du bist ja auch quasi Vermieter, ne? Also du hast ja quasi in Immobilien investiert. Jetzt gab es die großen Firmen, die gesagt haben, wir bezahlen keine Miete mehr. Wie würdest du denn mit sowas umgehen, wenn deine Mieter auf einmal sagen, ja, sorry, aber keine Kohle mehr? Da muss ich mit jedem einzelnen Menschen natürlich sprechen, kommunizieren, wenn es Vermieter gibt, die aktuell kein Geld verdienen, wie ich. Da wird man sicherlich eine Lösung finden, aber ich werde natürlich jetzt nicht jeden Mieter einladen dazu zu sagen, ach, weißt was, die nächsten 3 Monate musst du nicht bezahlen, weil du Kurzarbeit hast. Also so kann es natürlich auch nicht funktionieren, aber ich bin immer ein gesprächsbereiter Mensch und bislang haben alle Mieter, Dankeschön, ganz normal ihre Miete bezahlt und aber wie gesagt, da würde man sicherlich Lösungen finden. Also wie Adidas und andere Firmen sich verhalten haben im ersten Moment, das war schon ziemlich peinlich, ja. Und meine letzte Frage, wir brauchen noch diesen Ausblick in die Glaskugel. Was meinst du denn dieses Jahr? Stehst du nochmal am Ballermann oder eher nächstes Jahr? Du wirst es nicht glauben, ich habe heute ein Telefonat geführt mit den Machern des Megaparks, die glauben, dass es auf jeden Fall noch wieder losgeht. Einen festen Zeitpunkt haben sie nicht genannt, aber ich glaube, erstmal werden die nächsten 4 Wochen noch keine Flüge gehen. Das heißt also bis Mitte Mai, Ende Mai wird auf Mallorca nichts stattfinden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die spanische Regierung Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen zusagen wird. Das wird es in Deutschland auch nicht geben. Laschet hat gesagt, Diskotheken und Großveranstaltungen wird es in der nächsten Zeit ganz, ganz sicher nicht geben. Mhm. Und ich stelle mich in Deutschland darauf ein, dass also auch selbst die ganzen Oktoberfeste gelaufen sind. Die werden dieses Jahr in der Form nicht stattfinden. Wenn es gut läuft, kann ich vielleicht im November wieder loslegen. Ich weiß es nicht. Ich mache trotz allem das Beste raus und wir warten einfach mal ab. Ich habe es eh nicht zu beeinflussen. Ja, du bist auch echt einer der wenigen, den man so abnimmt, dieses Optimismus-Ding. Jetzt mal ohne Mist. Also ich verfolge das ja, ne? Ich gucke auf Instagram immer bei diesen Live-Schalten und so weiter, aber doch, man nimmt es dir irgendwie ab. Ja, aber mir geht's ja auch gut und ich wohne auf dem Land und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass den Menschen, also auch in meinem Umfeld, dass es denen auch gut geht. Wir sind noch in der Lage, ein Brot zu kaufen. Wir sind in der Lage, einkaufen zu gehen. Wir haben auch alles da. Okay, Toilettenpapier gab es heute wieder nicht und Mehl konnten wir auch nicht einkaufen und Aufbackbrötchen gab es auch nicht heute. Aber machen wir uns nichts vor, morgen ist Karfreitag, morgen haben die Läden dicht und dann haben wir Ostern und ich habe eine Freundin, die arbeitet im Supermarkt und sagt, der Gründonnerstag und der Karsamstag, das sind die schlimmsten Tage im Jahr, was Einkäufe angeht. Von daher bin ich gespannt, wie der Karsamstag läuft, ob die Supermärkte überfüllt sind und die Leute, die die Abstandsregeln nicht einhalten. Wir lassen uns überraschen. Wir haben Gott sei Dank schon alles im Vorfeld eingekauft und dann gibt es mal eben kein Baguette und kein Mehl und Toilettenpapier haben wir Gott sei Dank auch noch genug. Aber ich habe gesehen, ihr habt einen schicken Grill im Garten. Ja, den habe ich zu meinem 45. Geburtstag von meiner Frau geschenkt bekommen. Ich wollte immer mal einen schönen Grill haben und der funktioniert einwandfrei. Wir grillen auch im Schnitt 3 bis 4 Mal die Woche. Also ja, das ist gute Wertarbeit und Wertarbeit setzt sich durch. Deshalb bin ich auch schon so lange dabei. Selbstverständlich. Sag mal, vielen lieben Dank. Sehr gerne, Cornelia.